Rette sich, wer kann Deutschland verlassen? Was sind die 7 wichtigsten Kriterien für den Wegzug? Ich habe ein ganz brisantes Video gefunden. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Direkt Kanal abonnieren und dranbleiben. Hier, ihr Lieben, und hier seht ihr das Ganze von Florian Homm, ja, mit über 300.000 Abonnenten. Und Florian Homm ist ja kein Unbekannter, ja, Ex-Hedgefondsmanager, ehemaliger Milliardär, jemand mit extrem großen Einfluss und auch extrem viel Hintergrundwissen. Und wir reagieren gemeinsam drauf und ich gebe euch natürlich meine Meinung dazu. Ich muss hier weg, liebe Freunde, mein lieber Schwan. Es ist nicht mehr auszuhalten. Warum? Das teile ich euch mit. Das wird hier sich unterscheiden von allen anderen Wegzugsteuer-Videos, die ihr jemals gesehen habt, auf Englisch oder auf Deutsch, vollkommen egal. Ich habe es im letzten Webinar der Bali Invest gezeigt, wie die Auswanderungsstatistiken mehr und mehr eben nach oben gehen. Also Deutschland ist Abwanderungssoldo über fast 400.000 Menschen und gerade bei Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit ist es um 12,5% gestiegen. Ja, und wenn wir uns jetzt hier weiter anschauen, auch viele Firmen kündigen letztendlich die Abwanderung ein. Und ja, wenn Hochqualifizierte gehen und wenig Gebildete kommen, dann hat Deutschland ein doppeltes Migrationsproblem. Und das erhöht natürlich auch die Kriminalitätsraten und so weiter und so fort. Darüber wird auch in unseren Bali Invest Webinaren berichtet, sowie natürlich Lösungen. Link zum kostenfreien Webinar ist in der Videobeschreibung. Das mal nur so, by the way, melde dich am besten schon mal direkt an. Ich verfüge auch über ein Wissen, das ist hands-on. 100 Länder habe ich besucht, in 20 Ländern habe ich gelebt, Unternehmen, Stiftungen, Aktiengesellschaften, GmbHs, Limiteds und LPs und diesen ganzen Kram hatte ich auf 4 Kontinenten. Und ich rede über ein Bewertungsmodell. Und ihr könnt euch die Kriterien runterziehen, weil es sprengt den Rahmen. Es gibt 7 Kernkriterien und 57 Subkriterien. Und das solltet ihr euch auch antun, weil ein Wegzug ist kein leichtes Thema. Und sicherlich werdet ihr dadurch, gebt eure E-Mail ein, geht auf den Link und zieht euch die Informationen runter. Dann werdet ihr eine intelligente Entscheidung treffen, keine reine emotionale, aus der Hüfte geschossene. Ich muss jetzt unbedingt nach Mallorca, das heizt mich echt an, da abhängen, ja. Das ist nicht sachlich. Okay, also ich sage euch ganz ehrlich, bei mir war es anders. Bei mir war schon 2018, 2019 im Kopf so, ey, es wird immer, die Situation wird immer schlechter, es wird immer teurer, dann kam noch irgendwie die Pandemie dazu, meine Freiheit wurde eingeschränkt, es ist saukalt im Winter. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei mir eine emotionale Entscheidung war, sondern wirklich einfach so, was soll ich hier noch, ja? Alles, was ich mache, mache ich online. Warum soll ich in Deutschland sitzen, wenn ich hier in Bali, Thailand oder wo auch immer auf der Welt am Strand bei Kokosnüssen mit einer besseren Lebensqualität sitzen kann? Das macht doch gar keinen Sinn mehr für mich. Ja? Aber wie gesagt, jeder hat eine andere Situation, deswegen gegebenenfalls nicht verkehrt für den einen oder anderen. Warum hauen aus diesem Land pro Jahr mittlerweile eine 250.000 Leistungsträger ab, über 1 Million seit dem Beginn der Corona-Geschichte. Ich habe es euch ja gerade auch schon in Zahlen gezeigt. Ihr besteht jetzt nochmal 250.000 Menschen. Nochmal, wir haben 80 Millionen Einwohner. Ja? Also 250.000, größtenteils Hochqualifizierte, die sich es auch leisten können, ins Ausland zu gehen. Ja? Das ist krass. Das ist eine richtig krasse Zahl, was an Deutschland, gerade an Qualität, aus dem Land eben rausgeht. Das muss jedem bewusst sein. Weil es eine unvermeidbare Enteignungs- und Steuer- und Abgabenwelle zu auf die schwimmen wir förmlich zu, die wird uns verschlucken und ertrinken. Also, wo befinden wir uns denn? Wir finden uns im Loser-Kontinent. Ja, von allen Kontinenten, mit denen wir uns analytisch beschäftigen, ist Europa der absolute Loser-Kontinent. Es ist ja auch ein Kriegskontinent. Und wir sind das Verliererland in einem Loser-Kontinent. Krasse Aussagen. Loser-Kontinent und da auch noch das Verliererland. Also ja, das ist natürlich noch nicht definiert, das kommt gleich so. Aber grundsätzlich, auch deine Meinung mal gefragt, siehst du das genauso, ja? Wie siehst du die aktuelle Situation von Europa und von Deutschland generell, ja? Schreib es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr auf deine Meinung gespannt. Gegebenenfalls hast du sogar andere Optionen in Europa, wo du sagst, die sind noch interessant. Bin super gespannt auf deine Meinung in den Kommentaren. Zuletzt hatte unsere Regierung auf 50.000 neue Pflegebedürftige wurden geschätzt. Und was wurde da draus? 350.000 neue Pflegebedürftige, Faktor 7. Also auch da, ja, ich meine,
in der Regierung. Da sollten ja professionelle Menschen sein oder auch Analysten. Sie schätzen, ja, wir haben so 50.000 neue Pflegebedürftige. Und da sind es 350.000. Also ich meine, ich war auch nie gut in Mathe in der Schule, ja. Aber wenn dort Menschen sind, die haben das Ganze studiert und die schätzen es so 50.000, dann werden es 350.000. Da muss man doch sagen, versagt auf gesamter Linie, oder? Es fehlen ja 400.000 Pflegekräfte und wir haben eine Einwanderungsschockwelle und einen Stellvertreterkrieg, Kostenapparat. Andere Analysten schätzen den jetzt mittlerweile auf 300 Milliarden. Wir schätzen diese Summe auf 200 Milliarden, inklusive das Sondervermögen, den Schuldenberg der Bundeswehr, Staatsgarantien. Und es können ja vielleicht noch mal 4 Millionen in unser Land ziehen, wenn sich der Konflikt in der Ukraine verschärft. Wir gelten immer so als die strikten Schuldenbremser. Stimmt nicht. Professor Sinn und Benjamin Mutlak haben das sehr gut dargestellt in ihren Ausarbeitungen und Büchern. Ja, wir sind mit 400% zur Wirtschaftsleistung verschuldet. Wenn man sauber rechnet wie eine Unternehmung, die sauber bilanziert, und wenn sie nicht sauber bilanziert, landet leider Finanzvorstand oder Vorstand im Knast. Trotz der Massenimmigration, bei uns kippt die Anzahl der Beschäftigten, die kippt, wie ihr wisst aus unseren Gesundheitsstudien, dass ein Zehntel der Leistungsträger zwischen 16 und 64 Jahre auf Staatsunterstützung angewiesen sein werden. Das ist letztendlich genau da, wo der Staat die Menschen hintreibt, in die komplette Abhängigkeit ja eben, was letztendlich natürlich eben auch die Freiheit gibt, die Menschen komplett einzuschränken und so letztendlich auch komplett eben lenken zu können. So. Und soll das wirklich die Zukunft sein? Ist das die Zukunft von Europa? Ja? Wer lässt das noch mit sich machen? Also für mich als so freiheitsliebende Menschen absolut inakzeptabel. Eine Pandemie an Geschlechtskrankheiten, Gewalt und Missbrauch, das seht ihr ja an den Kriminalitätsstatistiken. Gerade wo er jetzt von Kriminalitätsstatistiken spricht. Ich hatte eben gerade noch mal ein anderes Video. Überfallstatistik, man braucht nicht mehr lange um den heißen Brei reden. Die Polizei warnt. Guck mal, und hier sehen wir jetzt ja gerade die Statistiken, ja. Von 2019 bis 2023 in Hannover. Die Raubüberfälle um 166% gestiegen. Also in nahezu allen Großstädten. Und gerade am Anfang war auch eine Einblendung, wenn das so offizielle Nachrichten sind, da kann ich nicht zu viel von einblenden. Ansonsten wird das Video nachher bei YouTube noch gesperrt. Das wollen wir auf jeden Fall nicht. Aber am Anfang haben sie auch gesagt, dass die Einsatzwagen Fahrzeug gar nicht mehr in den vorgegebenen 8 Minuten am Einsatzzeitpunkt sein, weil einfach so viele Aufträge sind und die letztendlich gar nicht mehr herkommen, auch extrem Personalmangel haben. Also der Sicherheitsstandard, ja, geht extrem runter. Und da muss man sich ja schon mal fragen, ohne dass der Florian jetzt drüber gesprochen hat, ja, ist das das Land, in dem du leben willst und vor allen Dingen, in dem du deine Kinder aufwachsen sehen willst, ja? Also für mich ganz, ganz klare Entscheidung, auf jeden Fall nicht schnellstmöglich Koffer packen. Mental, psychologisch befinden wir uns in einem derartigen Spaltungszeitalter. Das ist ganz klar das Prinzip der Elite. Teile und herrsche. Schon immer gewesen. Ja, es ist gerade schon gesagt. Spaltung, ja. Da haben wir es ja damals gehabt. Weiß und schwarz. Das merken wir irgendwann so, oh, das funktioniert nicht mehr. Dann kommen jetzt dementsprechend diese Befürworter von dieser ganzen schwulen Lesben-Szene und dass das nur noch supported wird und dass die Leute irgendwie sich 3000 verschiedene Pronomen geben. Ich krieg das ja alles gar nicht mit. Mich interessiert der ganze Quatsch auch nicht. Letztendlich ist es dann nur damit, die Generation mehr und mehr zu verwehren und immer wieder dieses Schwarz-Weiß. Rechts, links. Und immer die Menschen gegeneinander ausspielen, ja. Dass sie sagen, oh, der ist der Böse, der ist der Böse. Anstatt sie einfach mal hinter die Kulissen schauen und schauen, wer letztendlich da die ganzen Puppen letztendlich immer spielt. So, ne? Deswegen da auch wieder nur der Aufruf, teil das Video, mach die Menschen darüber aufmerksam, dass das Bewusstsein in der Gesellschaft sich erhöht, dass die Menschen sich da eben nicht mehr so krass manipulieren lassen. Anstatt wirklich Bedürftigen zu helfen, das Schulsystem komplett zu überarbeiten, zu digitalisieren, die Bundeswehr zu sanieren, wird einfach Geld verstreut in der Entwicklungshilfe, etliche Milliarden und im Ukraine-Konflikt, ohne dass man ein Accounting, ein Controlling hat. Die Spaltung läuft auf geimpft und ungeimpft, das wissen wir doch alle. Jetzt kommt die Spaltung Deutsche und Migranten. Was ein Schwachsinn, unsachlich. Und was ist die absolute Endspaltung? Und da werdet ihr, die Leistungsträger und die Vermögen, zur Kasse gebeten. Die ultimative Spaltung ist arm und reich. Ergo eine Art Bürgerkrieg, Krieg
gegen diejenigen, die die Rechnung zahlen in diesem Land. Ja, absolut, absolut. Das ist eben das nächste Ding. Und da haben wir ja letztens auch schon ein anderes Video drüber gehabt, wo es eben genau um dieses EU-Vermögensregister geht, dass diese Mittelschicht mehr und mehr eliminiert wird, dass es wirklich nur noch gibt, so die in die Abhängigkeit vom Staat sind und die, die wirklich die Finanzen haben, um letztendlich eben da rauszukommen. Und das ist doch krass, wenn man die Menschen auch noch gegeneinander auffetzt, ja, und dass das viel noch einfach gar nicht so bewusst ist, ja, das ist echt super, super schade. Deswegen ist es ja eben so wichtig, alternative Medien und eben Aufklärung zu betreiben. Und deswegen ist die Wegzuglösung so ein ernstes Thema, geschweige denn das Kriegsrisiko, was ich auch in zwei Videos sehr, sehr detailliert teile, mit sehr interessanten Quellen. Und wenn es nicht um Wegzug geht, wenn ihr den nicht weg wollt, dann macht jeder vernünftige Familienvater, Familienmutter, Familienrat einen sogenannten Hedge, eine Absicherung. Wenn es so hart auf hart kommen sollte, dann muss ich recht schnell agieren. Aber ich kann nicht mit dem Touri-Visa in die USA und meinen, ich kann mich da niederlassen. Es muss gut vorbereitet sein, 6-7 Monate vorher. Deswegen kann ich auch immer nur jedem sagen, jetzt schon mal informieren, wo soll die Reise hingehen. Wie gesagt, wir sind die Ansprechpartner Indonesien, Bali. Wir wissen ganz genau, wie es läuft. Jetzt kann man schon mal in Kitas, sprich einen unbegrenzten Aufenthalt, dass man ein- und ausreisen kann, wie man will. Gegebenenfalls auch schon mal informieren, ey, wie sieht's aus, die lokalen Gegebenheiten, Land kaufen, Immobilien besitzen und so weiter und so fort. Ja? Und deswegen haben wir ja auch derzeit so einen riesen Zulauf an Kunden, weil die Menschen eben einen zweiten Wohnsitz erstmal schon mal als Absicherung irgendwo haben wollen. Und selbst wenn sie nicht da sind, dann kriegen sie immer noch höhere Renditen von über 20%. Ja? Also von daher gibt es schlechtere Absicherungen. Dasselbe gilt natürlich auch für den Vermögensschutz. Den kann ich mir nicht in der Krise einfassen. Wenn ihr noch keinen habt, dann ist es allerhöchste Zeit im Zeitalter des europäischen Vermögensregisters mit dem Einlagesicherungsfonds, falls es hier einen ernsten Bankencrash gibt, den sage ich voraus schon bis 2030. Das ist für mich absolut sicher. Also nee, absolut sicher ist gar nichts, aber mit einer über 80%igen Wahrscheinlichkeit. Dann muss ich jetzt positioniert sein. Ich muss mich da von diesem Zugriff des Staates wehren. Also was er letztendlich sagt, ist ja eben frühzeitig letztendlich eben schon informieren und frühzeitig handeln, ja, eben vorsorgen. Nicht auf den Tag X warten, wenn wirklich du mit dem Rücken an der Wand stehst, sondern jetzt hast du noch Möglichkeiten, letztendlich was zu machen, ja. Noch bist du nicht komplett in der Situation, ja. Deswegen ist es jetzt so wichtig, jetzt eben schon Handlungsschritte zu unternehmen. Das Codewort in diesem Zusammenhang ist die große Enteignung, the great taking. Da geht es darum, dass wie in der Depression 1929 sämtliche Banken pleite gegangen sind. Nur einige wenige haben überlebt. Wenn man da Geld hatte auf seinen Konten, dann war man einigermaßen sicher. Aber 95% plus der Banken sind pleite gegangen. Das Geld war weg, auch wenn es ein Sondervermögen war. Ciao, arrivederci, arm. Ich fange mit dem ersten Kernkriterium an. Die Unternehmerfreundlichkeit und diese Bezahlbarkeit, gute Ertrags- und Karriereaussichten für den Auswanderer, das ist ziemlich wichtig. Findet ihr einen Job, seht ihr unternehmerische Möglichkeiten oder kaut ihr an den Fingernägeln nach 3 Monaten, weil mir ist die Kohle ausgegangen, ich habe keinen Job, ich habe keine Verdienstmöglichkeiten. Obwohl ich da sagen muss, ganz ehrlich, wir sind in 2024, 25, du kannst hier mit deinem Smartphone online, egal wo auf der Welt, Geld verdienen. Wenn du nicht ganz wirklich Scheuklappen davor hast und ein bisschen offen bist, ja, oder gibt es auch andere Möglichkeiten, als jetzt wieder ein oder sich das vorstellt, irgendwie Affiliate-Marketing, Network-Marketing, irgendwelchen anderen Menschen unbedingt Produkte zu verkaufen. Nein, auch wirklich in der Service-Branche, in der IT-Branche, und ich habe es auch im letzten, auch in einem unserer letzten Webinare gesagt, dass so viele große Firmen, Adidas, Lufthansa, Airbus, Siemens, Autobauhersteller, BMW, Daimler und so weiter, auch alle hier in Indonesien gerade Zweigstellen aufbauen und gerade da natürlich Führungspositionen von Deutschen sehr, sehr erwünscht sind. Ja, also auch in der ganz normalen Wirtschaft gibt es so viele offene Jobs, die jetzt im Ausland eben gesucht werden, wenn du einen Expertenstatus hast. Ja, klar, wenn du aktuell noch nicht die Qualifikation hast, ja, war ich auch letztens hier wieder, da gibt es Workshops, da kriegst du eine 3-monatige Ausbildung, wie du online mit KI-Lösung für Unternehmen erstellst, wo du auch zigtausend Euro im Monat erstellen kannst. Also wenn mir wirklich einer sagt, so, oh, aber ich kann ja online kein Geld verdienen 2024, ja sorry, dann bist du entweder noch zu verschlossen, du bist auf den Kopf gefallen oder du hast den Sinn einfach noch nicht verstanden. Informier dich, es gibt so viele Möglichkeiten, wenn du irgendwo im Ausland lebst, ja, klar, Bali ist von den Preisen auch ein bisschen höher gegangen, aber wenn wir uns jetzt mal Thailand oder so anschauen, ja, also viel mehr als ein Tausender im Monat brauchst du da ja auch gar nicht mehr und trotzdem kannst du ein vernünftiges Leben irgendwo haben. Es gibt diesen Cost of Living Around the World Index. Spannend, wo sehen wir denn hier jetzt gerade Indonesien? Ja, ist ja hier auf jeden Fall auch
auch sehr, sehr grün angemarkt. Gut, hier Indien ist natürlich noch ein bisschen grüner. Ja, Indien würde ich jetzt wahrscheinlich nicht so präferieren, aber wenn wir uns mal anschauen, Australien, okay, Australien ist auf jeden Fall hier schon mal sehr, sehr rot gekennzeichnet, Japan auch rot, Europa generell rot und Amerika rot. Spannend, was er alles für Statistiken auf jeden Fall hat. So. Also die Verhältnismäßigkeit der Bezahlbarkeit, das USA mit 71% bewertet, aber die Schweiz mit so 130%. Aber Bezahlbarkeit ist ziemlich wichtig. Immer wieder wird Dubai, die Emirate und die Schweiz angepriesen. Da sollte man locker 1 Million liquide Mittel haben, bevor man sich das überlegt. Zweiter Kernfaktor ist die Stabilität und die Sicherheit. Mann, Leute, investiv und wo ihr wohnen werdet und wollt, das muss ein neutrales Land sein. Oder es ist ein absoluter Gewinner in der anstehenden Krise. Es kann nicht überflutet werden, es ist nicht erdbebengefährdet. Verdammt nochmal, es führt keine Stellvertreterkriege. Es hat keine Wegzugsteuer und ist unter dem geopolitischen Radarschirm. Also da fallen ja schon so derartig viele Länder als Wegzugmöglichkeiten weg. Und die Sicherheit, da gibt es einen globalen Safety Index by Country. Bei den Indizes müsst ihr immer aufpassen. Die kommen aus westlichen Quellen. Was diese Daten teilweise aussagen, das stimmt einfach nicht. Das kann ich konterkarieren, weil ich dort schon gelebt habe. Wie er schon gerade gesagt hat, von westlichen Medien das Ganze veröffentlicht so. Wir sehen hier Indonesien, ist hier lila gekennzeichnet. Ist auf jeden Fall auch hoch gekennzeichnet. Ja, würde ich auf jeden Fall auch. Also ich kriege von Kriminalität hier nicht so viel mit, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ist ja generell auch sowieso Asien eine sehr, sehr willkommen heißende Gesellschaft. So deswegen, also ja klar, Südamerika schon mehr kriminell, klar, kann man auf jeden Fall dementsprechend so stehen lassen. Müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Lebensqualität, wart ihr schon mal länger in den Emiraten? Seht ihr 6, 8 Monate keine Wolke? Das ist ja ganz cool. Und natürlich muss man auch ganz klar sagen, die Sommermonate, wenn es dort wirklich 50, 60 Grad heiß ist, so, da geht es auch nicht so gern raus. Ne? Also klimatechnisch so. Also ich kann nur wieder jetzt von Indonesien sprechen, das ganze Jahr roundabout 30 Grad. Jetzt gerade so im Juli ist so der kälteste Monat und dann ist es tatsächlich mal morgens oder auch mal abends so 24 Grad so, ne? Da ziehe ich mir schon eine Jacke an, aber grundsätzlich so sollte man damit keine Probleme haben. Und es wird auch nie heißer als 32, 33 Grad. Also es ist nie so eine unangenehme Hitze, sondern immer sehr, sehr komfortabel. Ich kann ganz schön auf den Sack gehen nach einer Zeit. Ich finde Länder wichtig, die eine eigene Nahrungsmittel- und Energieversorgung haben. Solche Länder sind nämlich nicht so leicht erpressbar. Eine Logistik ist not crazy. Gut erreichbar. Gute Privatschulen, sehr gute. Bin ich auch absolut dafür. Also klar, wir sprechen jetzt natürlich hier mal auf Indonesien als Ganzes. Kommt natürlich drauf an. Hier in Bali hast du alles da. Du hast Top-Privatschulen da, du hast einen super hohen Lebensstandard. Wenn ich jetzt auf irgendwo eine Insel tausende von Kilometern außerhalb gehe, so, da sieht es natürlich ganz anders aus. Da würde ich auch wahrscheinlich kein westliches Essen bekommen. Denn Bali und Indonesien, da gibt es natürlich auch nochmal große, große Unterschiede in den ganzen Ländern. Ich meine, wir haben über 17.000 Inseln, ja. Wo ich mein Auto nicht abschießen muss. Das muss ich vielleicht nicht in Monaco, aber da kostet ja ein miserables Studio 2,5 Millionen. Und ich bin da wirklich in einem reichen Ghetto. Infrastruktur und Bevölkerung, das muss stimmen. Möchte ich wirklich in einem Land zu einer absoluten Minderheit gehören, die eine Art Fremdkörper in diesem Land ist? Eher nicht. Wie ist die Arbeitslosenquote? Gibt es gute Straßen, vernünftige Flughäfen? Auch das, was er gerade gesagt hat, alles super wichtige Themen. Ist Infrastruktur irgendwo da? Und gerade da, da haben wir auch wieder im letzten Wirtschafts-, ich habe jetzt schon so oft drüber berichtet, also ihr merkt schon, ja, tragt euch wirklich mal zum Webinar ein, der Link ist in der Videobeschreibung, da kriegt ihr wirklich auch solche wirtschaftlichen News. Wie sehr eben Infrastruktur investiert ist. Hunderte neue Häfen, ich glaube 35 neue Flughäfen, 150 Flughäfen modernisiert, um nur ein paar Auszüge zu geben. Was hier letztendlich eben passiert, also hier wird in die Infrastruktur investiert und woanders geht letztendlich die Ökonomie irgendwo runter. Deswegen, also wir haben jetzt schon mal einige Punkte angesprochen, gibt natürlich noch einige mehr. Ich würde trotzdem das Video an der Stelle auf jeden Fall cutten. Wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben, in die Kommentare, Hashtag Fortsetzung und wir machen einen zweiten Teil davon. Ich denke, sehr, sehr interessante Themen auf jeden Fall. Wir sehen uns schon bald beim nächsten Video.